Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel hat die gestern beschlossenen Corona-Maßnahmen verteidigt. Eine Verlängerung und Verschärfung der Auflagen sei angesichts des anhaltend hohen Infektionsgeschehens nötig, sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag. Die Opposition kritisierte, dass Bund und Länder ihre Entscheidungen erneut ohne Zustimmung des Parlaments getroffen hätten. Auch die Maßnahmen selbst stoßen auf Kritik. Angela Merkel muss heute Überzeugungsarbeit leisten, bei den Bürgern und den Abgeordneten. Viele hier fühlen sich übergangen. Der Vorwurf, Bund und Länder würden über das Parlament hinweg regieren. Die Verlängerung der Soforthilfen etwa verärgert auch Teile der Unionsfraktion. Merkel verteidigt das. Die Bundesregierung hat Novemberhilfen vorgeschlagen. Ich weiß, welche Belastung das auch für die Bundestagsfraktion jetzt in den Haushaltsberatungen ist. Die werden ergänzt werden müssen durch Dezemberhilfen. Wir machen das. Aber ich sage natürlich, auch hier gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Bürger schwört Merkel auf harte Zeiten ein. Vorerst keine Lockerungen, auch Weihnachten wenig Zugeständnisse. Der Winter wird schwer, aber er wird enden. Und gerade jetzt, da wir so viel an Weihnachten und an den kommenden Jahreswechsel denken, wünsche ich mir und wünsche ich uns allen, dass wir mehr denn je miteinander und füreinander einstehen. Die AfD zeigt sich empört. Fraktionschefin Weidel wirft der Kanzlerin vor, das eigene Volk zu bevormunden. Es geht den Staat schlichtweg nichts an, wer in seinen privaten Wohnräumen wann wen trifft und mit wem und in welchem Rahmen jemand Weihnachten mit der Familie, Angehörigen oder engen Freunden feiert. Das ist ungehörig und das ist übergriffig. Der SPD-Fraktionschef verteidigt die strengeren Maßnahmen. Mützenich verweist auf die angespannte Situation in vielen Krankenhäusern. Die Intensivkapazitäten und das Gesundheitssystem wird wahrscheinlich noch zusätzlich belastet. Und deswegen, meine Damen und Herren, das war der Zeitpunkt, so zu handeln. Die FDP kritisiert, dass die Beschlüsse zu kurz gedacht seien. Viele Geschäftsleute bräuchten eine Perspektive weit über Weihnachten hinaus. Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Pandemiebekämpfung explodieren. Jedenfalls ist das keine langfristig durchhaltbare Strategie, die Sie verfolgen. Der Unionsfraktionschef kritisiert Bund und Länder. Beide hätten gemeinsam weitere Soforthilfen beschlossen, ohne die Volksvertreter zu fragen. Ich finde das nicht in Ordnung, wie die Lastenteilung im Bereich Finanzen zwischen Bund und Länder ist. Die Länder kriegen über die Hälfte der Steuereinnahmen mit den Kommunen. Und ich erwarte von den Ländern, dass sie sich jetzt auch mal endlich finanziell in diese Sache einbringen und nicht immer nur Beschlüsse fassen und die Rechnung dann dem Bund präsentieren. Linke und Grüne greifen das gern auf. Sie wollen ebenfalls nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Frau Bundeskanzlerin, ich erwarte, dass Sie Ihre Erklärung nicht nach, sondern vor diesen Zusammenkünften machen. Ansonsten ist das eine Missachtung des Parlaments. Wir sind hier der Gesetzgeber. Ich gebe Ihnen in vielen Punkten recht. Dann lassen Sie uns das gemeinsam beschließen. Die Debatte zeigt, dass es für die Kanzlerin und die Bundesregierung zunehmend schwerer wird, weitere Corona-Maßnahmen durchzusetzen. Nach mehrstündigen Beratungen hatten Bund und Länder gestern Abend ihre Corona-Beschlüsse bis zum 1. Januar vorgestellt. Danach werden die Auflagen verlängert und Kontakte zunächst weiter eingeschränkt. Im Gegenzug soll es für Familien und Freunde mehr Freiheiten zu Weihnachten und dem Jahreswechsel geben. Das Ziel bleibe, die anhaltend hohe Zahl an Neuinfektionen zu senken. Aktuell wurden dem Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden 22.268 Fälle gemeldet, etwa 340 weniger als vor einer Woche. Bundesregierung und Länder im Ringen um die besten Maßnahmen gegen Corona. Das zentrale Ergebnis: Lockerungen kommen nicht in Frage. Die Infektionszahlen steigen zwar kaum noch, aber das sei nur ein Teilerfolg. Er hat uns Hunderttausende von Infektionen erspart. Damit auch eine Überlastung unseres Gesundheitssystems und viele Todesfälle. Aber wir können uns mit diesem Teilerfolg auf gar keinen Fall begnügen. Also schärfere Regeln, öfter Maske tragen, auch draußen, überall dort, wo viele Menschen sind. Weniger Kunden in Läden, damit es dort im Weihnachtsgeschäft nicht zu eng wird.
Und strengere Regeln für Schulen. In Regionen mit mehr als 50 neuen Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner gilt Maskenpflicht ab Klasse 7. Davon ausgenommen werden können Schulen ohne Corona-Fälle. Strengere Regeln gelten in Corona-Hotspots mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dort soll der Unterricht umgestellt werden. Klassen können geteilt, ein Teil der Schüler digital unterrichtet werden. Arbeitgeber sollen möglichst viel Homeoffice ermöglichen. Cafés, Bars und Gaststätten bleiben vorerst geschlossen. Und Bürger sollen die Zahl ihrer Kontakte weiter reduzieren. Vom 1. Dezember an dürfen sich nur noch höchstens 5 Personen aus maximal 2 Haushalten treffen. Vom 23. Dezember bis Neujahr, also rund um Weihnachten und Silvester, dürfen es 10 Personen aus dem engsten Familien- und Freundeskreis sein. Dazu allerdings dieser Appell. Familienfeste, so wie in den früheren Jahren, selbst wenn sie jetzt möglich sind, so wie wir das festgehalten haben, muss man vielleicht auch nicht so groß und in der Form organisieren, wie man es in den letzten Jahren getan hat. Böller und Raketen an Silvester bleiben grundsätzlich erlaubt, wobei Bund und Länder empfehlen, darauf zu verzichten. Kritik an den Corona-Maßnahmen kommt gleichermaßen aus Schulen, Handel und Gastronomie. Vertreter von Eltern- und Lehrerverbänden bezeichneten die Bund-Länder-Beschlüsse als unzureichend. Es fehle eine langfristige Strategie. Der Handel fürchtet um das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft. Sorge bereitet vor allem die weitere Einschränkung der erlaubten Kundenzahl. Kaum Publikumsverkehr auf der Frankfurter Zeil. Wenn hier künftig in die großen Läden nur eine Person pro 20 Quadratmetern kommen darf, trifft das nur die wenigsten Inhaber. Denn die Geschäfte sind jetzt schon menschenleer. Im sonst lukrativen Weihnachtsgeschäft weichen Kunden vermehrt auf Online-Käufer aus. Unmittelbar betroffen von der neuen Regel ist die Lebensmittelbranche. Die Mehrzahl der Supermärkte hat eine Ladenfläche von mehr als 800 Quadratmetern. Der Handelsverband rechnet hier mit erneuten Hamsterkäufen. Aus unserer Sicht wird es dazu führen, dass es auf der einen Seite natürlich eine Schlangenbildung geben wird vor den Supermärkten. Auf der anderen Seite sehen die Verbraucherinnen und Verbraucher, es gibt Schlangen und das ist natürlich auch ein psychologisches Element. Angespannt bleibt die Situation im Hotel- und Gaststättengewerbe. Jeder sechste Betrieb steht laut einer brancheninternen Umfrage vor der Insolvenz. Zwar können die dringend benötigten Novemberhilfen mittlerweile beantragt werden, doch droht der Umsatz aus Weihnachtsfeiern und Urlaubsbuchungen komplett wegzufallen. Ich gehe im Moment nicht davon aus, dass wir öffnen dürfen, zumindest in den meisten Bundesländern nicht. Umso wichtiger ist, dass die gestern auch beschlossene Dezemberhilfe, also dann auch möglichst schnell in den Details bekannt ist. Entgegen der gestrigen Beschlüsse wollen Hessen und Nordrhein-Westfalen Hotelübernachtungen für den Verwandtenbesuch über Weihnachten erlauben. Kritik kommt aus den Schulen. Wechselunterricht kann erst ab 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche erfolgen. Ein Wert viermal höher als von Virologen empfohlen. Was wir natürlich sehr, sehr stark vermissen, ist, dass wir die grundsätzlichen Probleme unserer Bildungsproblematik nicht angehen, sondern immer nur kurzfristige Lösungen suchen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wir hoffen auf den Impfstoff und wir hoffen, dass bald Ferien sind, dass erstmal Ruhe einkehrt. Eigentlich sollten die Weihnachtsferien deutschlandweit am 19. Dezember beginnen. Doch die ersten Bundesländer wollen auch hier ausscheren. Die Deutsche Bahn stellt als Reaktion auf die Corona-Beschlüsse ihre Reservierungen bereits von morgen an um. Im Großraumwagen kann demnach pro Doppelsitz nur ein Platz gebucht werden. Einzelreisende erhalten automatisch Fensterplätze. Für Paare und Familien werden gesonderte Bereiche geschaffen. Es ist aber weiter möglich, auch ohne Reservierung zu reisen. Von Mitte Dezember an sollen mehr Züge eingesetzt werden. Auf tagesschau.de finden Sie die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern im Überblick und weitere Hintergründe auch heute in einem ARD-Extra gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände hat einen neuen Präsidenten. Rainer Dulger, bisheriger Vizepräsident und Gesamtmetall-Chef, übernimmt das Amt für 2 Jahre. Der 56-Jährige kündigte an, er wolle im Austausch mit der Bundesregierung die richtige Stimmung für die Bewältigung der Corona-Krise in der Wirtschaft schaffen. Der gelernte Ingenieur und Familienunternehmer tritt damit nach 7 Jahren die Nachfolge von Ingo Kramer als politische Stimme der Arbeitgeber an. Polen und Ungarn drohen weiter mit ihrem Veto gegen das Haushaltspaket der Europäischen Union.
Bei einem Treffen in Budapest bekräftigten die Regierungschefs Morawiecki und Orbán ihre Pläne. Sie wollen verhindern, dass EU-Mitgliedern künftig bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit Gelder gekürzt werden können. Das Haushaltspaket enthält allerdings auch 750 Millionen Euro an Corona-Hilfen, die angesichts der Blockade nicht an besonders von der Pandemie betroffene EU-Staaten ausgezahlt werden können. Sie stehen Seite an Seite, allerdings ohne den Rest der EU. Budapest heute Nachmittag, Ungarns Regierungschef Orbán und sein polnischer Kollege bekräftigen ihr Nein zu den EU-Finanzen. Ein Veto einzulegen ist völlig legitim, sagt Orbán. Zur Bewältigung von Corona brauche man keinen Rechtsstaatsmechanismus. Der geplante Mechanismus ist willkürlich und politisch motiviert. Seine Anwendung könnte die EU spalten oder zu ihrem Zerfall führen. Beide Länder fordern nun neue Verhandlungen. Im Rest der EU aber wächst die Ungeduld. Ich hoffe, dass Ungarn und Polen verstehen, wie wichtig eine Einigung bis zum Jahresende ist, als Antwort auf die Pandemie, aber auch für die Stabilität Europas. Doch Verständnis ist derzeit eher Fehlanzeige. In einem Fernsehinterview nutzt ein Orbán-Vertrauter wegen des geplanten Rechtsstaatsmechanismus sogar Nazi-Vergleiche. Manfred Weber sagt, wer nichts zu verbergen hat, braucht auch nichts zu befürchten. Wenn ich mich richtig erinnere, hat die Gestapo dieselben Worte verwendet. Nazi-Vergleiche aus Ungarn. Fraktionschef Weber und Parteichef Tusk lehnen Interviews mit der ARD dazu heute ab. Viele EU-Abgeordnete fragen sich, warum die EVP Orbán noch immer in ihren Reihen hält. Der Schutz im Moment kommt eigentlich nur noch aus Deutschland. Also Angela Merkel, Markus Söder, die CDU und die CSU sind diejenigen, die den Verbleib von Orbán in der Europäischen Volkspartei im Moment noch sichern. Orbán aber fühlt sich offenbar unangreifbar. Von Kompromissen jedenfalls war keine Rede, heute in Budapest. Alle an Bord halten, auch Polen und Ungarn. Für die deutsche Ratspräsidentschaft ist das ein Grundsatz in den Verhandlungen. Doch angesichts der Blockade mehren sich die Stimmen für ein härteres Vorgehen und für Corona-Hilfen notfalls auch ohne Budapest und Warschau. Beim Untergang eines Bootes mit Migranten aus Nordafrika sind vor der kanarischen Insel Lanzarote mindestens 8 Menschen ertrunken. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer noch steigt. 28 Personen überlebten das Unglück. Allein in diesem Jahr erreichten etwa 18.000 Flüchtlinge über den Atlantik die kanarischen Inseln. 10-mal so viele wie im Vorjahr. Die Bootsflüchtlinge, die gestern vor Lanzarote verunglückten, waren vor 4 Tagen in der Küstenstadt Agadir gestartet. Auch heute bringt die Seenotrettung wieder mehr als 250 Menschen an Land, aufgegriffen vor der Südküste von Gran Canaria. Viele sind erschöpft und unterkühlt, aber sie leben. Anders vor Lanzarote. Dort war ein kleiner Holzkahn auf einen Felsen aufgelaufen und gekentert. Sagittario! 8 Tote haben die Rettungskräfte bis jetzt geborgen. Weitere Insassen werden noch vermisst. Anwohner hörten die Schreie und unterstützten die Sanitäter. Überall hat es total stark nach Benzin gestunken. Wir haben getan, was wir konnten, aber leider haben allein wir schon einen Toten aus dem Wasser geholt. Seit 2006 sind nicht mehr so viele Migranten auf den Kanaren angekommen wie in diesem Jahr. Sie werden behelfsmäßig in Hotels untergebracht, die wegen der Corona-Pandemie sowieso gerade leer stehen. Menschen aus Marokko, dem Senegal oder Mauretanien. Länder, mit denen die spanische Regierung gerade intensiv verhandelt. Unter anderem sollen die Küsten dort besser abgesichert werden. Wir sind effizient, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, was machen wir mit der Menschenhändlermafia und all denen, die ihr Leben im Atlantik aufs Spiel setzen, wie wir es gerade am Beispiel der Kanaren sehen. Inzwischen hat das Militär Zeltlager errichtet, um die Erstaufnahmen zu entlasten. Die meisten Migranten werden wohl in ihre Herkunftsländer abgeschoben. Aufs spanische Festland ausfliegen möchte sie die Regierung nicht. Sie fürchtet, das könnte weitere Migranten anziehen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 27. November. Im Norden sorgt ein Ausläufer des Tiefs über dem Baltikum teilweise noch für Wolken und stellenweise ein wenig Regen oder Nieselregen in der Nacht nördlich der Mittelgebirge. Am Tag halten sich vom Osten bis in den Nordwesten noch dichte Wolken, die vor allem am Vormittag ein wenig Regen oder Niesel bringen. Ansonsten das Nebeneinander von Nebel, Hochnebel und Sonne.
In der Nacht plus 7 bis minus 6 Grad, am Tag minus 1 Grad an der Donau, in mittleren Schwarzwaldlagen 12 Grad. Am Samstag ist es teils trüb, teils freundlich oder sonnig. Am Sonntag im Norden und Osten viele Wolken, im Osten etwas Regen oder Schnee, sonst erst Nebel oder Hochnebel, später ist es oft freundlich. Am Montag ändert sich nur wenig, es bleibt meist trocken. Um 22.30 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Der Kurs der AfD in der Pandemie. Fragen von Karin Mioska an Fraktionschefin Weidel. Und Tschetschenen gegen arabische Clans. Einblicke in den Berliner Bandenkrieg.